Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News, XRP Deutschland ist wieder mal am Start, Leute. Ich weiß, nach Weihnachten, wir haben jetzt den ganzen Weihnachtsstress hinter uns und jetzt kommen die News wieder. Und zwar haben wir Folgendes. Erstens die Hangman-Dokumente. Die SEC versucht es immer noch zu verstecken. Wie soll es auch anders sein? Abgesehen davon, IOTA haben wir News. IOTA mit dem Tangle könnte mit Whipple und Ethereum-Technologie stattfinden. Abgesehen davon, wir haben Neues von Flair und vieles Sonniges mehr, Luis. Was soll ich dir dazu sagen? Und zwei, und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, wir drücken alle auf Gefällt mir, abonnieren diesen Kanal. In diesem Sinne, rein in die Olga. Werbung in eigener Sache. Not your keys, not your cryptos. Wir persönlich nutzen und empfehlen Decent Wallet, um Kryptos sicher aufzubewahren. Mit unserem Link in der Beschreibung spart ihr 30% auf eure Hardware Wallet. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten, habt gut gegessen, hattet schöne Tage, konntet euch ein bisschen ausruhen und jetzt geht's auf jeden Fall weiter im Alltag. Und ja, nochmal frohe Weihnachten nachträglich von Luis und mir auf jeden Fall und ja, schauen wir uns mal die News an. SEC versucht, Hangman-Dokumente im Ripple-Fall versteckt zu halten. Ja, und zwar hat die SEC mal wieder beantragt, die Hangman-Speech-Dokumente zu versiegeln, weil sie behaupten, dass das für summarische Entscheidung des Gerichts nicht relevant ist und hat den Antrag auf Versiegelung des zusammenfassenden Urteilsdokuments am 22. Dezember der SEC, also wurde von der SEC eingereicht. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit gedacht, dass endlich mal die Dokumente veröffentlicht werden. Ist nicht passiert und wir haben uns letztens schon gefragt, was da los ist und jetzt kommt sowas wieder. Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr lächerlich, SEC, ne? Da wollte ich nochmal gesagt haben. Langsam wird es wirklich zu witzig und dass Whipple da auch noch mitmacht. Ne? Whipple hat anscheinend nichts dagegen und spielt einfach das Spiel mit. Das ist ja schon lächerlich und auf jeden Fall eine Lachnummer mittlerweile. Für alle neuen Leute, die noch nicht wissen, was die Hangman-Speech ist, es ging darum, dass quasi der Hangman damals, der Chef von der SEC, damals gesagt hat, dass Ethereum und BTC kein Wertpapier sind und quasi einen Free Pass gekriegt haben und Ripple quasi nicht Ripple angeklagt wurde. Und ja, genau darum geht es gerade, dass die Dokumente jetzt veröffentlicht werden und die SEC, die ist schon so oft haben sie das versucht zu verstecken, quasi nicht rauszugeben und jetzt sollten sie es rausgeben, haben es rausgegeben, aber wollen, sag ich mal, immer noch nicht, dass es, sag ich mal, veröffentlicht wird. Ne? Ja, hier steht auch, Whipple glaubt, dass es wichtige Beweisstücke sind, ne, dass sie den Fall gewinnen. Es sind anscheinend sehr, sehr wichtige Beweisstücke und Whipple weiß anscheinend, was da drin steht und möchte das unbedingt öffentlich machen, nur die SEC sagt, nein, wollen wir nicht. Und ja, aber die Richterin sagt, ja, aber ich möchte auch, dass ihr es jetzt langsam mal veröffentlicht. Aber ja, wie soll es sein? Wir wissen alle, die US-Regierung, ne, mit der SEC möchte es nicht, aber sogar eine Richterin sagt, hey, ihr müsst es tun, aber es kommt immer noch nicht ans Tageslicht. Ja, Leute, jetzt haben wir mal wieder was zu Flair. Flair war schon lange wieder, oder hat man nichts von gehört. Also ich muss wirklich sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Es wurde jetzt schon in letzter Zeit wieder öfters mal angekündigt, dass es mal startet. Aber ja, wie gesagt, was da genau los ist, kann ich mir jetzt auch nicht so erklären. Auf jeden Fall wurde jetzt eine Liste der Projekte, die auf Flair aufbauen, veröffentlicht. Und ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil Flair an sich Sache eine geile, also ein geiles Projekt ist. Die Sache ist halt nur, wann das Projekt endlich startet, ne? Das ist ja so, dass Whipple damals Flair auch geholfen hat, aufgebaut zu werden. Ne? Die haben mit Geldern von Whipple, haben die das ganze Flair-Protokoll, Flair-System, alles drum und dran, haben die aufgebaut. Und Whipple möchte auch, dass sie starten, aber Flair hält sich, genau wie mit der SEC die Geschichte, ne? Whipple hält sich ein bisschen zurück, sagt, okay, wir haben Zeit, es ist sowieso gerade blöd auf dem Markt. Flair sagt auch, ja, wir lassen uns auch ein bisschen Zeit. Alle haben anscheinend richtig Zeit und das ist doch gerade die beste Sache, die wir uns eigentlich passieren konnte, okay? Wir sind gerade so tief bei den Preisen, bei allen, ne? Dass wir eigentlich jetzt aufbauen können und dementsprechend dann unsere Gewinne realisieren können. Bei Flair muss ich sagen, der Luis und ich haben ja immer schon gesagt und haben euch das mitgeteilt, wenn Flair startet, kann man ja mit Flair richtig Patte machen. Und Luis und ich haben sehr viele XRPs auch zur Seite getan und haben gesagt, okay, mit einigen XRPs testen wir das mit Flair, ob man da richtig Patte machen kann. Und das werden wir auf jeden Fall für euch tun. Also wenn Flair startet, werden wir das auf jeden Fall für euch testen und sagen am Ende,
Ja, okay, man kann Kohle machen oder man kann keine Kohle machen. Auf jeden Fall, ne, das 100%. Und Flair nochmal wirklich eine geile Sache, weil es ja wirklich viele Anwendungen nochmal auf den XRP-Ledger bringt. Und wir wissen, ne, alles ist Angebot und Nachfrage. Ja, und durch hohe Nachfrage werden wir auf jeden Fall dann natürlich höhere Preise sehen. Ne, auf jeden Fall geile Sache, 42 Projekte, darunter die Apps, Metaverse und Gaming. Also wirklich Bereiche, die Zukunft mitgestalten werden, ne? So, jetzt haben wir mal wieder was von unserem schlafenden Riesen, würde ich mal sagen. Also von IOTA. Neues Upgrade ermöglicht Datenaustausch mit Ethereum und Ripple mit dem TangleNet. Über die PipeShell API können andere Blockchain-Netzwerke mit IOTA Tangle Hub interagieren. Dies kann wichtige Anwendungsfälle und Anwendungen für Unternehmen und Organisationen freischalten. Ne, so IOTA bleibt auch nicht stehen, Leute. Ich sag's euch wirklich, ich bin vom Tangle sehr, sehr überzeugt. Ne, IOTA ist ein geiles Projekt und ich glaube, dass IOTA auch in Zukunft gute Anwendung finden wird. Ne, auch wenn man jetzt lange Zeit, sag ich mal, nichts von IOTA hört und ja, auch der Preis sehr ernüchternd ist. Ne, aber das ist so bei Ripple ja nichts anderes, bei XLM auch. Ne, wir müssen da auf die Anwendung warten und ich glaube, dann werden wir gute Preise damit erzielen können. Wir haben uns den Tangle von IOTA komplett angesehen, der Luis und ich. Ist schon jetzt Monate her. Und ja, die Tangle-Technologie, die IOTA da mit sich bringt, ne, ist einzigartig, meiner Meinung nach. Klar kann man sagen, Quant macht sowas Ähnliches. Und es gibt auch einige, die sagen, IOTA ist ein Quant-Killer. Was wir nicht glauben. Also wir glauben, dass der Tangle mit IOTA auf jeden Fall seine Runde machen wird, genauso wie wir glauben, dass Quant auch eine geile Sache ist und Quant wird seinen Weg gehen, IOTA wird seinen Weg gehen und ja, am Ende des Tages werden wir alle unsere Wege gehen. Und ich finde es auf jeden Fall geil mit Tangle, dass da auch Datenaustausch mit ETH und XRP so hin und her, ne, mit Ethereum und Ripple auf jeden Fall stattfinden kann und wahrscheinlich wird. Und wir erwähnen es ja immer wieder, ne, das Wichtige in der Zukunft wird Interoperabilität sein und hier auch IOTA, ne, also um quasi mit Ethereum und Ripple zu connecten und Datenaustausch betreiben kann. Ja, geile Sache auf jeden Fall und das ist ja das, was wir immer sagen. Es werden die Projekte nebeneinander laufen und nicht, wie du gesagt hast schon, ne, kein Killer geben. Ich glaube, das auf jeden Fall auch nicht. Unsere Zuschauer können gerne auch dazu schreiben, was die davon halten. Haltet ihr IOTA für zukunftsträchtig? Oder sagt ihr, nee, wird untergehen, weil wir wissen, alle haben es mitbekommen, es ist zurzeit sehr still um IOTA immer gewesen, aber immer so insgeheime, so kleine News und so, was wir auf jeden Fall sehr cool finden. Aber was hält ihr von IOTA? Zu guter Letzt, am Weihnachten, um Weihnachten hat es auf jeden Fall keinen Stillstand gegeben. Die Wale haben weiter ihre XRPs von A nach B geschickt und XRPs wurden gekauft, wurden verkauft und. Und es geht auf jeden Fall weiter. Das wollten wir doch gesagt haben. Die Wale schlafen anscheinend nie und die Wale haben anscheinend nie Feiertag. Ja, während die Retail-Investoren alle Panik haben und denken wirklich jetzt also am Zweifeln sind und wirklich Panik kriegen, steigen die Wale immer weiter ein und ja, was soll man dazu sagen, ne? CoinGabe hat auch berichtet, dass der Halt der XRP-Wale das Allzeithoch erreicht hat. Der Anteil der Wale am Angebot liegt jetzt bei 7,23%. Ne? Also wie gesagt, Wale akkumulieren sehr kräftig. Ne? Hier steht auch, am 1. November dieses Jahres hatten wir auch 1440 Konten und die Konten sind jetzt gestiegen auf 1717 Konten. Ne? Also es gibt immer mehr Wale. Und die Wale machen sich sozusagen bereit, ne? Die machen sich bereit und dann schauen wir mal. Also Wale sind auf jeden Fall sehr wichtig für den ganzen Markt. Und wir wissen ja, dass es bei anderen Projekten immer weniger Wale gibt, weil die Leute und die Investoren glauben nicht mehr an die Projekte. Und bei XRP ist es ganz im Gegenteil. Es gibt immer mehr Wale, es gibt immer mehr Leute, die an das Projekt glauben und auf jeden Fall bereit sind, auch Gelder zu investieren. So, auf jeden Fall an die Leute, die letzte Zeit viele Donation gemacht haben und auch Kanalmitglied geworden sind, Leute. Dankeschön und wir werden auf euch auf jeden Fall Ende des Jahres nochmal drauf zurückkommen. Wir haben uns alles aufgeschrieben und dann werden wir dementsprechend auf euch nochmal zurückkommen. Und ja, danke für alle, die uns schöne Weihnachten gewünscht haben. Wir sagen auf jeden Fall so auch mal danke. Es waren so viele Nachrichten, wir konnten nicht alle beantworten, glaube ich. Ja, aber ein paar hundert haben wir von euch auf jeden Fall beantwortet. Vielen, vielen Dank, Leute. Und ja, ist auf jeden Fall schön, dass es euch gibt. Ja, danke wirklich. Ohne euch wäre dieser Weg hier auch für uns nicht machbar und können wir einfach nur nicht oder nicht oft genug sagen, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Wirklich sehr, sehr geil.
so auch an alle, die an Olga frohe Weihnachten gesagt haben. Olga hatte viel zu tun in der Küche und sowas alles. Da können wir leider, die konnte sich leider selber nicht bedanken, aber von uns zwei auch Dankeschön im Namen von Olga. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, drücken wir alle auf Gefällt mir, liken dieses Video. Ja. Und schreiben in den Kommentaren, wie euer Weihnachten war, was ihr zu den News sagt. Ich wollte sagen, ihr dürft auch gerne diesen Kanal abonnieren, aber irgendwie bin ich so ein bisschen himmelig, Leute. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Wir sind täglich hier, wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang, bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.